Namaste und herzlich willkommen zu einem neuen Yoga-Video. Ich bin Franzi. Das heutige Thema Yoga im Stehen, Stärke und Flexibilität aufbauen. Ich freue mich, dass du bei der heutigen Yoga-Reihe dabei bist. Diese Übungen werden dir helfen, deine Stärke und Flexibilität aufzubauen. Denke daran, dass du für diese Einheit keine Yogamatte benötigst. Einfach bequeme Kleidung tragen und los geht's! Stell deine Füße hüftbreit auseinander. Roll deine Schulter nochmal nach hinten unten. Entspann deine Schultern, deine Arme und Hände. Richte deine Wirbelsäule nochmal ganz lang. Und schließe deine Augen. Komm langsam zur Ruhe. Spür den Boden unter deinen Füßen. Und atme ganz tief in den Bauch ein und wieder aus. Lass alle Gedanken los und konzentriere dich nun voll und ganz auf deinen Atem. Mit jeder Ausatmung kommt immer mehr Ruhe in dich hinein. Und mit jeder Einatmung bekommst du immer mehr Kraft und Energie. Spür die Energie nun durch deinen gesamten Körper strömen. Und aus, lass immer mehr und mehr Ballast ab. Bring deine Aufmerksamkeit nun in deinen Rumpfbereich. Wie fühlt sich dieser Bereich nun an? Wie fühlt sich deine Wirbelsäule an? Wir bringen diesen Bereich nun in die Drehung. Bring dein Gewicht auf dein linkes Bein und hebe dein rechtes Knie in den rechten Winkel nach oben an. Leg deine linke Hand auf die Innenseite deines rechten Knies. Streck deinen rechten Arm lang zur Seite, die Handfläche nach vorne. Mit der nächsten Ausatmung dreh dich jetzt rechts nach hinten auf. Der rechte Arm strebt nach hinten, soweit es für dich möglich ist. Auch dein Kopf geht mit in die Drehung. Spüre nun die Drehung in deiner Wirbelsäule. Wenn du möchtest, schließe gerne hier deine Augen, um die Position noch besser wahrzunehmen. Nimm die Drehung ganz bewusst wahr. Noch einen tiefen Atemzug hier. Und mit der nächsten Einatmung komm zurück nach vorne in die Mitte und aus, löse auf. Komm in die Berghaltung, Tadasana. Spür kurz nach, nimm den Unterschied wahr. Vielleicht kannst du eine Veränderung wahrnehmen. Dann öffne die Augen, bring dein Gewicht auf dein rechtes Bein ein, hebe dein linkes Knie im rechten Winkel nach oben, deine rechte Hand an die Innenseite des linken Knies. Bring deinen linken Arm schon lang zur Seite, die Handfläche nach vorne und aus, dreh dich links nach hinten auf, komm schon in die Drehung, soweit es für dich heute möglich ist. Gerne mit der nächsten Ausatmung noch ein Stück weiter in die Drehung kommen. Lass ganz bewusst los. Du kannst auch hier gerne deine Augen schließen, um die Position auch hier nochmal ganz bewusst zu spüren. Atme ganz tief ein und lang aus. Mit der nächsten Einatmung komm zurück in die Mitte und aus, löse auf. Spür nach in der Berghaltung, Tadasana. Wie fühlt sich deine Wirbelsäule und dein Rumpfbereich jetzt an? Kannst du eine Veränderung wahrnehmen? Bring nun deine Aufmerksamkeit in deine Oberschenkel. Kannst du hier Wärme spüren? Oder Energie. Um noch mehr Wärme und Energie in deine Beine zu bringen,
kommen wir in den Stuhl, Ukadasana. Hebe mit der Einatmung die Arme über die Seiten lang nach oben, die Schultern weg von deinen Ohren, die Handflächen zueinander. Mit der Ausatmung schieb dein Gesäß nach hinten. Achte dabei, dass deine Knie schon stabil über deinen Füßen bleiben und deine Füße schon hüftbreit parallel zueinander stehen. Deine Knie bleiben über deinen Füßen, ungefähr in der Linie mit deinem zweiten Zeh. Der Rücken ist schön lang, Becken leicht nach vorne gekippt. Kopf in Verlängerung deiner Wirbelsäule. Nun atme hier im Stuhl ganz ruhig ein und aus, als würdest du auf einem Stuhl sitzen. Halte die Position noch für 3 tiefe Atemzüge hier und spür, wie sich immer mehr und mehr Wärme bildet und die Energie zu strömen beginnt. Mit der nächsten Ausatmung komm direkt nach vorne in die Vorbeuge. Greife dort deinen gegenüberliegenden Ellbogen. Lass den Kopf ganz entspannt, die Knie gerne leicht gebeugt. Und schwinge leicht links und rechts, wenn es sich für deinen Rücken angenehm anfühlt. Entspanne deinen Rücken, vor allem den unteren Bereich. Spür die Dehnung, spür die Entspannung in dir. Versuche wirklich ganz entspannt den Oberkörper schwingen zu lassen. Tief einatmen und lang wieder aus. Lass deine Hände dann schwer nach unten hängen. Beuge leicht deine Knie und roll mit der nächsten Einatmung langsam Wirbel für Wirbel nach oben auf. Ganz zum Schluss roll deine Schultern nach hinten unten und hebe den Kopf an. Richte dich nochmal schön aufrecht. Schließe deine Augen. Stelle nun deinen Körper auf eine Balanceübung ein. Hole dir nochmal Kraft und Gleichgewicht über die Erde. Für den Krieger 3, Virabhadrasana 3. Stelle dich auf dein linkes Bein. Halte Spannung im gesamten Körper und komme nun wie eine Waage mit dem rechten Bein nach hinten und gleichzeitig mit dem Oberkörper nach vorne. Wie immer gleich wie eine Waage. Wenn du dein Maximum erreicht hast, dann bleibe hier. Achte dabei, dass der Oberkörper und dein rechtes Bein immer noch eine Linie bilden, der Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Entweder lass deine Arme lang nach hinten gestreckt, zur Seite wie ein Flieger oder gerne nach vorne, so wie es für dich heute machbar ist. Atme hier tief ein und aus, spür die Kraft in dir, spür die Balance. Der nächsten Einatmung komm langsam wieder zurück ins Stehen und senke deine Arme ab. Atme hier einmal tief ein und aus. Wir wechseln die Seite. Komm auf dein rechtes Bein. Halte die Spannung im gesamten Körper. Mit der Ausatmung kommen wir eine Waage mit dem linken Bein nach hinten und dem Oberkörper nach vorne für den Krieger 3. Auch hier, wenn du dein Maximum erreicht hast, du musst nicht im rechten Winkel sein, gerne weiter oben, dann bleibe hier für einige Atemzüge. Achte auch hier auf eine gerade Linie mit dem Oberkörper und Bein. Du kannst deine Arme gerne zur Seite strecken oder auch lang nach oben. Atme hier ganz ruhig durch die Nase ein und aus. Tief einatmen und lang wieder aus. Mit der nächsten Einatmung richte dich wieder schön aufrecht und komm in die Berghaltung, Tadasana. Schließe die Augen, spür einen Moment nach. Tief durch die Nase ein
und lang aus. Für die Pyramide Parsvottanasana bring deinen rechten Fuß einen kleinen Schritt nach hinten. Der rechte Fuß ist leicht nach außen gedreht und dein linker gerade nach vorne parallel zum Mattenrand. Die Beine bleiben gestreckt. Ein hebt die Arme lang nach vorne, der Oberkörper schaut schon nach vorne. Ausatmen, lehne dich mit geradem Rücken nach vorne. Und wenn du dein Maximum für heute erreicht hast, leg deine Hände entweder auf dein Bein oder, wenn du es heute schaffst, auf die Matte neben deinem Bein ab. Atme hier ganz ruhig ein und aus. Halte den Rücken schön lang. Ansonsten kannst du dir auch gerne zwei Yoga-Blöcke oder zwei dicke Bücher unter deine Hände legen, damit der Rücken schön lang bleibt. Atme hier tief ein und lang aus. Mach noch zwei tiefe Atemzüge hier. Mit der nächsten Einatmung komm dann langsam zurück nach oben, hüpf die Arme lang aus, Arme senken. Bring deinen rechten Fuß nach vorne. Mach mit deinem linken Fuß einen kleinen Schritt nach hinten. Dreh deinen linken Fuß leicht nach außen, dein rechter Fuß ist schon parallel zum Mattenrand. Beine bleiben gestreckt. Ein, heb die Arme lang nach oben und aus, komm mit dem geraden Rücken nach vorne, soweit es für dich heute möglich ist. Leg dann deine Hände auf dein Bein, auf deine Yoga-Blöcke oder auf die Matte ab. So, wie es für dich heute angenehm möglich ist. Bleibe auch hier für drei tiefe Atemzüge. Spür die Länge in deinem Rücken. Spür die Kraft in deinem Körper. Und die Energie, die du zu fließen bringst. Atme ganz ruhig ein. Und nochmal aus. In der nächsten Einatmung komm nach oben, heb die Arme lang. Und aus, Arme senken. Bring den Fuß zurück nach vorne. Atme hier ganz ruhig ein und aus. In der Berghaltung Tadasana. Spür nach. Kannst du die Leichtigkeit nun im Körper wahrnehmen und zugleich die Vitalisierung im gesamten Körper. Nimm die Ruhe wahr, die du gebildet hast. Nimm nochmal ganz bewusst die Verbindung zur Erde wahr. Spür die Veränderungen in dir, die Veränderungen im Körper und Geist. In der nächsten Einatmung heb die Arme über die Seiten lang nach oben und aus, bring die Hände vors Herz. Ein, heb die Arme über die Seiten lang nach oben und aus, Hände vors Herz. Noch einmal, ein, Arme über die Seiten lang nach oben und aus, Hände vors Herz. Wenn du möchtest, bedanke dich nochmal bei dir selbst, dass du dir die Zeit genommen hast für diese großartige Leistung, um deine Stärke und Flexibilität aufzubauen. Verbeuge dich gerne vor dir. Namaste und Dankeschön, dass du dabei warst. Wenn dir dieses Video gefallen hat, vergiss nicht, es zu liken oder abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich wieder auf dich. Dankeschön. Tschüss. Namaste.